Politisch radikal. Debatten um Pyrotechnik in Stadien oder zuletzt im Platzsturm Kölner Ultras in Mönchengladbach beherrschen die öffentliche Wahrnehmung des Themas Fans und Randale. Aus dem Blickfeld verschwunden waren die Hooligans, die jetzt gewaltbereit und politisch radikalisiert zurück sind. Ihr gefährliches Potenzial wurde lange nicht gesehen und unterschätzt. Köln, 26. Oktober letzten Jahres. Deutschland, gute Leute! Es war eine Demonstration, wie sie Deutschland noch nie gesehen hatte. Das Motto Hooligans gegen Salafisten, fast 5000 sind gekommen. Althools marschieren neben Jungen, Kölner neben Gladbachern, Stuttgarter neben Fans von Bayern München, dazwischen Rocker, Türsteher, Rechtsextreme. Es ist das erste Mal, dass Hooligans in dieser Zahl für ein politisches Anliegen gemeinsam auf die Straße gehen. Es sind Bilder, die die Öffentlichkeit schockieren und die aufräumen mit der Legende, dass Hooligans unpolitisch sind. Diese Leute wussten, dass die Presse schlecht sein wird. Und sie wollten ihr Thema gegen Salafisten in der Mitte der Gesellschaft verankern. Und die Radikalisierung, die wir sehen, ist eine Präsenz der Hooligans außerhalb des Stadions zu ausdrücklich politischen Themen und die ausdrückliche Demontage der eigenen Lebenslüge, unpolitisch zu sein. Das ist ein neues Phänomen, dass Hooligans sich in die gesellschaftliche Debatte einmischen und ihre Gewalt dort auch funktional einbringen. Die Ereignisse von Köln hatten sich Monate zuvor bereits angedeutet. In Mönchengladbach bei einer Kundgebung von Salafisten demonstrieren Dutzende von Gladbacher Hooligans. Es ist das erste Mal, dass sich diese Gruppe so offen politisch positioniert. Nur ein paar Monate später wird die Gruppe Hooligans gegen Salafisten gegründet. Ende September kommen 400 Hooligans zu einer Hogeser-Kundgebung nach Dortmund. Darunter auch Siegfried Borchardt alias SS-Sigi und zahlreiche andere bekannte Gesichter aus der rechtsradikalen Szene der Stadt. Aber auch Fußballfans von anderen Vereinen. Die Demo und das Hogeser-Treffen in Köln hatte Dominik Rösele angemeldet. Früher stand er bei Mönchengladbach in der Kurve, kennt viele Hools noch aus dieser Zeit. Das Führungsmitglied der rechtsextremen Partei Pro-NRW spricht zum ersten Mal öffentlich darüber, wie alles begann. Wenn man sich überlegt, wie das Ganze auch angefangen hat, ursprünglich gegründet auf Facebook als Initiative gegen die Scharia-Polizei, die damals ja als selbsternannte Sittenwächter durch unsere Innenstädte marschiert sind. Dann gab es Kennenlerntreffen mit 40 Leuten, mit 80 Leuten, dann Dortmund mit 400 Leuten, das hatte ich ja auch schon angemeldet. Und dann kam eben hier der Sprung nach Köln, wo wir ursprünglich mal mit 1000 bis, wenn es gut läuft, 1500 Teilnehmern gerechnet haben. Und am Ende waren es dann ungefähr 5000 Teilnehmer, die wir hier auf dem Breslauer Platz begrüßen konnten. Auf Köln folgt Hannover. Erneut sind Tausende von Hooligans gekommen, wenngleich nicht mehr so viele wie 3 Wochen zuvor. Was Beobachtern auffällt, hier tummeln sich deutlich mehr organisierte Rechtsextreme. Ihr, die ihr seid, seid mutige Verteidiger unseres Vaterlandes. In Hannover wird auch deutlich, die Szene ist dabei, sich zu radikalisieren. Unter den Augen der Polizei wird beispielsweise dazu aufgerufen, einen Koran zu verbrennen. Das gefällt hier nicht jedem. Längst nicht alle Hooligans befürworten den deutlichen Schulterschluss mit den Rechtsextremen. Parallel zur Hogeser-Bewegung im Westen entsteht in Dresden das islamkritische Bündnis Pegida. Auch hier demonstrieren gut sichtbar Fußballfans mit, spielen Hooligans von Dynamo Dresden eine dominante Rolle. Ich behaupte einfach mal, ohne Hogeser hier in Köln hätte es Pegida so in der Form auch nicht gegeben. Also es war auch eine Initialzündung für ganz Deutschland, ein Zeichen, dass man eben auch mit dem Thema auf die Straße gehen muss und auch kann. Hunderte von Hooligans laufen mittlerweile auch bei Legida in Leipzig mit. Im Gegensatz zu den Dresdner Pegida-Demonstrationen treten die radikalen Fußballfans hier deutlich aggressiver auf. Sie halten nicht nur militante Gegendemonstranten auf Abstand, sondern attackieren auch Medienvertreter. Die Beobachtung zeigt, dass sie die Demonstration in gewisser Weise schützen. Schützen vor zu viel Interesse der Journalisten, schützen vor den Gegendemonstranten und quasi da dafür sorgen, dass dann dieser Raum des Spazierganges ungestört bleibt von kritischen Fragen, zum Beispiel von außerhalb oder von kritischen Interventionen. Aber, und übernehmen da schon eine Schutzfunktion und auch
quasi eine latente Ausstrahlung von wir können auch anders, wir können auch mit Gewalt. Hooligans und Gewalt. Ein Phänomen aus den 80ern und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Vor allem bei Auswärtsspielen der Nationalmannschaft fallen sie mit ihren Gewaltexzessen aus der Rolle. Die Attacke auf den französischen Gendarme David Nivelle bei der WM 98. Der traurige Höhepunkt. Politisch engagiert, so wie heute, waren die Hooligans in dieser Zeit nie. Sie begreifen Fußball tatsächlich als Krieg, als Kampf. Sie verteidigen die alten Werte. Es ist also immer eine Frage, wie sie Fußball interpretieren. Hooligans golfen nicht. Und Hooligans treffen sie auch nicht beim Synchronschwimmen, sondern hier gibt es Jugendliche, die eine starke Sozialisation haben durch den Fußball und ihre eigenen Spielregeln aufstellen wollen, die in den Hintergrund gedrängt worden sind durch nicht zuletzt antirassistisch agierende, sehr kreative Ultragruppen, gerade in Nordrhein-Westfalen. Die politische Radikalisierung von Teilen der Hooligan-Szene deutete sich schon seit mehr als 2 Jahren an. Dabei ging es um den Kampf um die Hoheit in der Kurve. In Duisburg, Aachen, Dortmund und Braunschweig attackierten Hooligans Ultras, weil sie sich in ihren Augen zu sehr für Antirassismus engagierten. Öffentlich wahrgenommen wurden diese Auseinandersetzungen so gut wie nicht. Diskutiert wird über die Pyrotechnik und zuletzt über den Platzsturm von Kölner Ultras in Mönchengladbach. In dem Kontext ist es sicher auch von Bedeutung, einen Blick zu werfen auf die Sicherheitsorgane, die sich ja ganz stark auf die Ultraszene konzentriert haben, die quasi alle Versuche, was Pyrotechnik angeht, versucht hat zu unterbinden, die Ultras sehr stark unter Druck gesetzt hat, eng begleitet hat. Und da scheint uns schon so zu sein, dass man die gewalthaltigen Gruppen ein bisschen aus den Augen verloren hat und unterschätzt hat, was da für eine große gesellschaftliche Gefahr drin ist. Nicht nur eine für den Fußball, sondern eine große gesellschaftliche Gefahr drin ist. Die Hoogeser, wie zeigt sie sich heute? Insider berichten über Grabenkämpfe. Gründungsmitglieder sollen sich zurückgezogen haben. Hinzu kommen Unstimmigkeiten über die Verwendung der Merchandising-Einnahmen. Eine mittlere 5-stellige Eurosumme, so heißt es, soll bisher mit den Pullovern, Mützen und T-Shirts umgesetzt worden sein. Es ging also irgendwann mehr oder weniger nur noch darum, T-Shirts zu verkaufen. Heute, rückblickend, ist Hoogeser heute, Stand heute, nichts anderes als eine T-Shirt-Marke, wie andere Marken auch. Es hat aber nichts mehr mit einer eigentlichen Bewegung zu tun. Deswegen haben sich große Teile der alten Hoogeser-Organisation abgespalten, haben sich auch mit anderen zusammengetan, sodass wir also keine direkte Nachfolgeorganisation sind. Und haben uns jetzt unter dem Begriff Gemeinsam stark, Deutschland e.V., haben wir eine neue Plattform gegründet. Mittlerweile sind Beamte aus NRW dabei, einen Bericht über die Struktur der Szene zu erarbeiten. Für die Innenministerkonferenz im Frühjahr. Darüber hinaus ermitteln Kölner Polizisten wegen der Hoogeser-Krawalle in über 300 Fällen. Wir wissen auch nicht, unter welchen Namen im Jahre 2015 diese Leute weiter ihre Veranstaltung machen werden. Wir kennen das Potenzial, wir kennen die Themen und wir kennen eine bestimmte Form von Strategie, die dahinter steckt. Aber in dem ganzen Prozess steckt auch politisch noch eine ungeheure Dynamik, die weit über die Fußballstadien hinausreicht und längst schon kein Problem des Fußballs selber mehr ist. Für uns ist es gut, dass das Thema, also was den Fußballkontext angeht, dass das Thema öffentlich geworden ist. Etwas, was wir von den Fanprojekten ja versucht haben, lange vorher zu transportieren, dass man sich dieser politischen Interventionen von rechter Hooligan-Seite, dass man dem etwas entgegensetzen muss. Das wurde nicht gehört und das ist sicher etwas jetzt, wo wir sagen, grüßen, dass es eine Debatte darüber gibt und dass alle in der Verantwortung sind, zu agieren. Die politisch radikalisierten Hooligans und ihr Umfeld haben für das Frühjahr neue Demonstrationen angekündigt. Das Thema Hooligans gegen Salafisten hat sich, so viel ist sicher, noch lange nicht erledigt.